Alla, 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 alla. Oh, ein geiler Song. Alla. Was geht? Was geht ab? Willkommen bei der Mike Singer Show. Ja, Leute, die Katja. Die Katja. Ich war der Einzige, der ein Nein gegeben hat. Also, tanzen kann sie. Also, ich meine, da hat sie sich ja schon ein paar Mal bewiesen. Hier auch mit Adrian Biupi bei Let's Dance. Und ist krass, auf jeden Fall, wie sie tanzt. Aber es geht doch bei Musik viel mehr um Gefühle. Und warum hast du zu Katja Nein gesagt? Ja, weil sie mich nicht berührt hat. Sie hat mein Herz nicht getroffen, sage ich mal. Und für mich treffen gute Sänger und Sängerinnen mein Herz und packen mich. Und ich habe vielleicht Gänsehaut oder ich habe ein tolles Gefühl dabei oder ich höre gerne zu oder so. Ihr habe ich gerne zugesehen, wie sie tanzt, aber die Stimme war für mich jetzt nicht unfassbar. Aber wer weiß, Leute, es kann so viel passieren. Vielleicht kommt sie nächstes Mal mit einem Song und haut mich voll um. You never know. You never, never know. Und Dennis ist der Cousin von meinem Produzenten Erso. Liebe Grüße. Wenn du nicht Sänger wärst, also beruflich. Ach du Scheiße. Ich hab ja schon sehr früh angefangen, Musik zu machen. Das war so mit 12 Jahren und ich habe natürlich oft darüber nachgedacht und auch in der Schule kam dann immer die Frage, ja, was wollt ihr später mal werden und so. Und ich habe immer gesagt, ich habe keine Ahnung. Weil ich nebenbei immer Musik gemacht habe und ich wusste halt nie, wird das irgendwann funktionieren. Beziehungsweise ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich irgendwann mal wirklich auf der Bühne stehen kann oder so. Deswegen habe ich dann echt über so normale Jobs nachgedacht, wie jetzt Polizist, fand ich ganz die Polizei fand ich eigentlich ganz cool damals und ja, aber es hat sich halt sehr früh so ergeben, dass ich dann echt meinen Traum zu meinem Beruf machen durfte, zum Glück. Und deswegen, ja, eigentlich war die ganze Zeit die Musik in meinem Kopf. Was machst du denn? Ich mache gerade eine Ausbildung im 3. Lehrjahr zur Rechtsanwalts- und Notarvorangestellte. Oh, krass. Läuft bei dir. Also willst du auch ja, irgendwann mal Immobilien kaufen und sowas? Ah, also du sitzt ja an der Quelle. Ja, das stimmt. Dein Notar soll einfach unterschreiben, ohne dass du zahlst. Ja, schön wär's. Okay, liebe Lisa, hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Schönen Pass auf dich auf. Bleib gesund, bis bald. Mach. Ciao. Ciao, ciao. Ich würde auch gerne beim Notar arbeiten. Vielleicht hätte ich da ein paar Vorteile. Polizist, also passen würde es, Leute. Das war auf jeden Fall. Ich habe viel, viel darüber nachgedacht, was ich später mal machen möchte. Und ich habe zum Beispiel auch mein Praktikum als Zerspannungsmechaniker gemacht. Osama schreibt, ich will auch singen. Dann kann Mike mich managen. Osama, komm mal rein. Du kannst ja mal was vorsingen. So. Wir gehen jetzt live mit Osama.
Warten auf Osama. Osama, du musst jetzt rangehen. Osama, du gehst jetzt ran. Oh, Osama, du darfst jetzt singen. Osama, wenn du nicht rangehst, kannst du es nicht. Osama! Das war nur Spaß. Wie geht's? Mike. Ja? Das war nur Spaß. Nein, du, also die Leute erwarten jetzt auch, dass du mal für uns singst. Da, ja, da gibt's doch so einen Song, der am Freitag rauskommt. Vielleicht kannst du den ja anteasen. Ehrlich? Boah, ja. Nee, da muss ich aber alles dunkel machen, das traue ich mir. Okay, mach alles dunkel. Nee, Mike, das kannst du nicht von mir verlangen, wirklich nicht. Komm schon. Du, guck mal, du singst es und ich singe es einfach so mit, so als Chor. Okay, okay, du machst einen Chor, okay. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Verdammt, ich liebe dich. Ich liebe dich nicht. Verdammt, ich brauch dich. Ich brauch dich nicht. Yeah, wir haben uns aber gehört. Okay, Osama, ich als zukünftiger Manager würde sagen, im Studio können wir alles möglich machen. Mit Autotune und so? Ja, genau. Alright, alright, okay. Komm, dann hol lieber einen anderen lieber rein. Ja, wir telefonieren ja eh 15 Mal am Tag, ne? Okay. Bis später. Ciao, Osama. Viel Grüße, Olga. Ciao. Osama ist der Beste. Das war übrigens mein Manager, an alle, die es nicht wissen. Okay, es geht weiter, Leute. Wir sehen uns bei der nächsten Werbepause. Peace out.